Ein herzliches Willkommen zurück bei The Long Dark. Und nun gibt es eine neue Epoche, ein neues Leben. Diesmal nicht als Mann, sondern diesmal spiele ich als eine Frau. Mal gucken, wie weit die Holde Maid kommt. Ich hoffe, ein bisschen weiter als der Kerl. Vielleicht schaffen wir es mal, einen ganzen Tag zu überleben. Und wir fangen direkt im Schneesturm an, was jetzt prinzipiell erstmal nicht so gut ist, da ich so gut wie nichts sehe. Ich hoffe mal, der Sturm ist auch bald vorbei. Der ist auch äußerst laut. Ich weiß nicht, ob ich gerade lauter spreche als für gewöhnlich, aber ich habe meine Spiele für gewöhnlich immer etwas lauter auf den Kopfhörern, so wie sich das gehört. Und nun ja, jetzt geht es wieder darum, Essen zu finden, Holz zu finden und so weiter. So, diese Ecke kenne ich auch noch nicht. Es ist immer noch laut, ich glaube, es wird langsam etwas ruhiger. Kann das sein? Oder bin ich hier nur wegen den Felsen geschützt? Nee, ich glaube, es wird tatsächlich ruhiger. Ah, ich habe mich getäuscht. Es wurde nur durch Felsen geschützt. So, wo soll ich denn? Ist da? Nee, ich dachte, da ist ein Haus, aber ist es nicht. Och, ich bin immer noch ganz aufgeregt. So, dann gehe ich einfach mal den Berg runter. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ich hoffe, es endet gut. Mir ist kalt, das ist korrekt, aber was soll ich machen? Noch habe ich nichts gefunden. Ich sehe halt, wie gesagt, auch nichts. So, nur meine Fußspuren im Schnee. Sonst sehe ich nichts. Und ein paar Bäume. Was ist das? Da liegt was. Ist das irgendwas, was mich interessieren könnte? Nein, leider nicht. Ist es nur ein Baumstumpf? So, könnte ich jetzt theoretisch irgendwie ein bisschen... Was heißt Forage Wood? Heißt das, ich kann... Kalorien. Okay, dann mache ich das so, obwohl... Oh Gott, ich dachte, das ist ein böses Tier. Dabei ist das nur ein Hirsch. Obwohl, manchmal sind Hirsche auch böse Tiere. Wenn man mal die Serie Hannibal geguckt hat, dann verbindet man den Hirsch nicht immer mit dem Positiven. So, Clear Cut. So, ich kenne diesen Ort. Doch weiß ich trotzdem nicht, wo ich lang gehen muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Hier irgendwo ist doch... Nee, hier sind die Gleise irgendwo. Oder nicht? Ach, wieso muss ich ausgerechnet im Schneesturm starten? In Kanada, du bist ein böses Land. So, meine Condition sinkt rapide. Mir ist natürlich arschkalt. Ich meine, wundert mich auch nicht. Bin ja auch nur recht dünn angezogen, weil ich bin abgestürzt mit einem Flugzeug und da habe ich natürlich nicht mit gerechnet, konnte mich nicht dementsprechend warm anziehen während des Absturzes. Und jetzt sitzen wir hier oder laufen hier und haben keine Ahnung. Oh, guck mal, ein Schild. Ah, verdammte Axt. Hier lag das letzte Mal eine Leiche, als wir hier an diesem Schild standen. So, gehen wir mal nach oben, wa? Gehen wir nach oben. So, hier waren wir, glaube ich, schon mal im allerersten Teil. Sind wir den gleichen Weg gelaufen, aber anscheinend sind die Sachen wirklich immer random verteilt. Oh Gott. Die Karte ist zwar fest, Mystery Lake heißt die Karte, aber die ganzen Gegenstände sind wohl immer zufällig verteilt. Genau wie die Leichen, denke ich. Und Rucksäcke. Und so. Ja, I'm freezing. Ist ja auch klar. Ne? Ist ja auch kein schönes Wetter heute. Also ich hoffe, ich komme bald wieder zum Hochstand. Weil da werde ich hoffentlich irgendwas Brauchbares eventuell zu essen finden. Ein wenig Feuerholz wäre auch ganz schön. Oder eine Axt. Oder noch viel besser, ein Schießgewehr. Dann könnte ich vielleicht einen Hirsch erlegen und ihn essen. Was tut man nicht alles, um am Leben zu bleiben? So. Es geht weiter den Berg hoch. Hauptsache, ich komme auch runter und mir läuft kein Wolf über den Weg. Das wäre, weiß Gott, ärgerlich. So, ich werfe mal einen Blick runter, aber ich denke mal, ich sehe sowieso nichts. Nein. Nur nicht zu weit runter gucken, weil sonst breche ich mir die Beine, wenn ich falle. Und das ist nicht schön. Oh, wieso wird es denn hier warm? Ah, hier wird es wärmer, weil ich wieder geschützt bin durch diesen Berg.
Aber so viel wärmer wird es auch nicht. Ich gehe mal lieber weiter. Irgendwo müsste ja gleich ein Ausguck kommen. Ein Hochstand. So, da sollte ich... Oh, da ist er, der Lookout. Schön. So, da werde ich es mir jetzt mal drin gemütlich machen. Hoffe ich. Na gut, ab dafür. Ich weiß auch gar nicht, wo ich danach lang gehen soll, weil zurück geht es nicht. Ich meine, zu Bett gehen muss ich noch nicht. Oh, verdammt, was war das denn? Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Ah, oh, das ist nicht schön. Nur weil ich jetzt zu schnell die Treppe... Ah, bin ich zu schnell die Treppe hochgelaufen, oder was? Oh, erstmal hier rein. Ja, das tut ein bisschen weh, das glaube ich gerne. So, Tür zu. Oh, hier drin ist es wärmer. So, was mache ich jetzt? First Aid. Take Painkillers und 4 Stunden muss ich mir hinlegen. Okay, dann pfeife ich mir erstmal ein paar Painkillers rein. Wo sind sie? Nein. First Aid, Painkillers, habe ich gar keine. Verdammt. Oh, das ist schlecht. Das ist, weiß Gott, schlecht. Aber hier gibt es wahrscheinlich welche im Erste-Hilfe-Kasten. Hi. So, warte. Ist so coming handy. Ja, okay. Ich habe einen Candy-Bar im Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Das ist toll. Das hilft mir. Painkillers, dankeschön. Oh, dankeschön. So, dann werde ich mir die jetzt erstmal einverleiben. So, nochmal First Aid Painkillers. Oh, 10 Stück. Zack, drin und jetzt hinlegen für 4 Stunden. Machen wir. Und Rest. Das ist ja ein guter Anfang, ne? Kaum finden wir eine Treppe, verstauchen wir uns erstmal einen Knöchel. Wir sind geschickt. So, wie spät ist es jetzt? 10.45 Uhr morgens. Es ist wieder, man kann ein bisschen mehr draußen sehen. Es ist heller. Das ist gut. So, was haben wir hier? Rifle Ammunition. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das bei meinem ersten Durchgang auch hier alles drin gewesen ist. Aber eine Puddelmütze. Die ist gut im Winter. Scrap Metal. Ich weiß nicht, was ich da, wozu ich das brauche. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal zu irgendwas. So, mein Hunger kommt langsam wieder. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist das hier? Cedar Firewood. Best be prepared for anything. So, darauf komme ich später zurück wieder. Cedar Firewood. Kann ich damit denn wirklich hier auch Feuer machen oder ist das wieder nur zum Anheizen? Was haben wir hier? Oh, Hatchet. Die nehme ich. So, Zeitung. Was haben wir hier noch? Canned Peaches. Pork and Beans. Ach, das sieht doch bisher ganz gut aus. Und Beef Jerky. Lecker Beef Jerky. Teuer Beef Jerky, aber lecker. So, Can Opener ist ja noch gut erhalten. Ja, man kann nicht meckern. So, Radio. Im Radio kommt nichts. Schade eigentlich. So, könnte ich jetzt hier Feuer machen? Mit Cedar Firewood könnte ich. Mache ich jetzt aber nicht. Ist noch nicht zwingend notwendig. Ich werde mir erstmal eine Puddelmütze aufsetzen. So, Clothing. Basic Wool Hat. Ist es, ne? Ja. Und Wear. Oh, schön ist es. Mir ist aber noch kalt. Vielleicht wäre ein Feuer doch gar nicht so verkehrt. Ah ja, Freezing. Oh, cool. Oh, Condition 55. Das ist nicht viel. Machen wir mal eben ein Feuerchen. Und kochen vielleicht auch ein bisschen was. Also, Start Fire. Oh. So, Starting Fire. Ich hoffe, ich krieg's diesmal hin, Feuer zu machen. Weil das ging ja letztes Mal so ein bisschen in die Hose im letzten Teil. Aber, wie es aussieht... Ja... Es wird wärmer. Okay, jetzt brennt noch 56 Minuten. Aber es wird wärmer. So, kann ich mir jetzt hier auch was Schickes zu essen kochen? Das möchte ich nämlich auch mal ausprobieren. So, Food. Muss ich wohl erst ausmachen. So, aufmachen. Die Dose aufmachen. So, wo haben wir denn das Essen? Food and Drink. Hier haben wir Pork and Beans. Nee, ich würde gern den Can Opener benutzen. Can Opener. Tool, ja, würde ich auch gern benutzen.
Freunde, was ist denn das hier? So, Equipment, Bedroll, First Aid. Ja, wie mache ich denn, wie benutze ich denn den Can Opener, ihr Lappen? Good for opening cans. Ja, danke schön. Das mache ich aber nicht hier, oder? Food. Ich habe Food, aber bringt mir jetzt nichts. So, Wasser habe ich keinen. No unsafe water in inventory. Aber es wird wärmer. Das ist gut. Condition könnte ein bisschen mehr sein. Aber mein Gott, was nicht ist, kann ja noch werden. Dass doch immer noch so stürmisch draußen sein muss. Ich würde gern meinen Can-Opener benutzen. Wieso geht das denn das nicht? Dat, ich verstehe das nicht. So, Can-Opener kann ich nur droppen. Food. Pinnacle Peaches. Nee, nicht Smash. Meine Fresse. With bits of what looks like pork. Ja, nehme ich doch das. Komm. Beef Jerky. Esse ich erstmal Beef Jerky. Außer weg. Oh, das gibt wieder ordentlich Kalorien. Das ist fein. So, wie steht's denn mit meinem, mit meiner Gesundheit? Alles bisher super. So, Discovering Clear Cut. Bla 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 bla. Sprained Ankle. Nicht gut. So, Repair. Nee, kann ich nichts machen. Start Fire habe ich gerade. Equipment. Ja, schön. High Quality Peaches. Sind die denn jetzt schon offen, oder was? Ach, da kümmere ich mich denn später drum. Aber wenigstens sollte mir erstmal richtig zünftig warm werden, bevor ich wieder rausgehe. Warte mal, ist das Stoff, was ich eventuell einfach so nehmen kann? Nee. Ist irgendwas unter dem Bett? Oh, da ist tatsächlich was unter dem Bett. Prybar. Was ist denn Prybar? I'll take it. A beat up Prybar. Useful for opening locked containers. Oh, hallo. Kann ich die auch irgendwie auswählen? Ist ja, guck mal, man nichts ahnt unter das Bett und findet doch tatsächlich was. So, wie rüste ich das denn aus? Kann ich das irgendwie? Container öffnen klingt ja erstmal schon gar nicht so schlecht. So, das dürfte unter Tools sein. Prybar. Ne, konnte ich auch nicht. Das muss ich wohl irgendwo anders denn machen. Na gut. So, aber dennoch würde ich gerne ein bisschen rumkochen. Das wäre ganz fetzig. Ne, kann ich nicht. Oder ich bin einfach zu doof zum Kochen. So, ich stelle mich mal noch den Rest der Zeit hier ein bisschen an den Ofen. Okay, es wird schon bedeutend wärmer. Aber durstig bin ich langsam. Ich habe nichts zu trinken. Das ist nicht gut. Ich schau noch mal. Food and Drink. Nee, ich habe nichts zu trinken. Freunde, dann müssen wir wieder raus hier. Verdammte Axt. Na gut, also raus in die Kälte. Ist irgendwas unter der Fußmatte? Nee. Oh Gott, diese Kälte. Aber es ist ordentlich. Es ist schon schön hell geworden. So, hier drumherum ist nichts. Dann geht's jetzt wieder ab nach unten. Da liegt ein Toter. Das ist gut. Also für mich ist das gut. Für den Toten ist es natürlich weniger gut. Aber für mich ist das ganz hervorragend, weil den kann ich durchsuchen. So, das sind wohl noch meine Fußspuren. Ah ja, cool da. Es ist klar. Es ist ja auch windig draußen. Hallo, guter Mann. Können Sie mir eventuell helfen? Haben Sie irgendwas Brauchbares bei sich? Oh, noch eine Canadian Style Knitted Wool Cap. Das ist schön. Noch ein Granola Bar. Trinken wäre fetzig. Ne, mehr hat er nicht. So, was ist denn, warte, ich gehe noch mal kurz hoch. Nein, ich gehe nicht kurz hoch. Ich guck einfach mal, ob die Wollmütze hier irgendwie besser ist als die, die ich habe. So, ah ne, ist sie wahrscheinlich nicht. Oh, ist sie wahrscheinlich doch. Basic Wool Hat. Oh, ist sie doch. Dann setze ich die mal auf. Hier, die gute. Schnips. Warmer. Schön. So, komme ich hier jetzt irgendwo lang? Ich guck mal hier den Berg hoch. Okay, diesen Berg geht's. Doch, den Berg geht's hoch. Aber wenn ich hier runterfallen würde, würde ich mir wieder sämtliche Knochen brechen. Das hier ist quasi eine Sackgasse. Das ist schlecht. Dann muss ich jetzt den ganzen Weg wieder runter. Stimmt mich gerade nicht besonders positiv.
Oh, Licht. Oh, das ist schick. So, dann gucken wir mal hier. Na, guck dir mal diesen Aussichtspunkt. Der hat mir ein bisschen geholfen. Wenigstens war ein bisschen was. Oh Gott, dieser große, große Wald. Und da muss ich jetzt durch. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich darüber freuen soll oder lieber nicht. Aber hier ist es gerade etwas wärmer. Oh, es ist schon wieder arschkalt. Mist. Das sind immer noch meine Fußspuren, die da runtergehen. Condition 54%, wird nicht gut enden. Ich bin kein guter Überlebenskünstler, erst recht nicht in Kanada. So, aber ein bisschen, Kalorien 1499, das ist nicht gut. Aber ich kann mir ein bisschen was reinpfeifen. Ich habe doch ein Granola-Bar gefunden, aber ich bin nicht so sehr hungrig. Dann warte ich mal noch ein bisschen. So, ich könnte auch ein bisschen Holz hacken. Weil ich habe ja jetzt eine Hatchet. Und damit kann ich, glaube ich, ein bisschen mehr reißen. Als mit der Hand. Aber dazu gehe ich erstmal hier in den Wald drinne rein. Wieder sehr spärliche Musik, die ist hübsch. Also bis jetzt macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck, so Survival-mäßig. Obwohl für mich ist das ultimative Survival-Spiel derzeit immer noch The Forest. Ich kann The Forest jedem sehr ans Herz legen. Ein bisschen Schreckresistenz ist vielleicht ganz gut, obwohl jetzt in dem jetzigen Stadium von The Forest, da muss man gar nicht mehr so schreckresistent sein, weil die Musik ist doch sehr aufdringlich, wenn Gegner erscheinen. So, Clear Cut, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Hier ein bisschen Holz zu hacken. So, Forge Wood, machen wir mal eine Stunde. Ah, das ist keine gute Idee. Komm, versuchen wir es einfach mal. Schnips. Oh, ich habe kein Tool gewählt, ich Idiot. Ach, was bin ich blöd. Ah, doch, hab doch Tool gewählt. War wohl automatisch. Gut, wir haben ein bisschen Cedar Firewood, das ist nicht verkehrt. Aber jetzt haben wir allerdings auch nur noch eine Kalorienanzahl von 710. 710 ist nicht viel. Oh, mein Magen knurrt. Warte, ich muss schnell was essen. Wo ist mein Essen? I need to eat. So, Granola Bar, 150. Candy Bar, hier, essen wir die. Eat. Ah, okay. Den Can-Opener benutzt er automatisch. Das ist gut. So. Ein bisschen Hunger ist weg. Dann essen wir noch ein bisschen Nachtisch hinterher. Noch einen leckeren Candy Bar mit Chocolate and Nuts. So, und dann haben wir wieder über 1000 Kalorien. So, aber der Hunger ist nicht besiegt, Freunde. Erschöpft bin ich Gott sei Dank auch nicht, aber arschkalt ist mir, obwohl es nicht mehr stürmt. So, ich weiß nicht, bin ich hier jetzt richtig? Ich hoffe es mal. Ich bin am Anfang bestimmt falsch gegangen. Also zum Ausguck brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr zurücklaufen. Das überlebe ich nicht. Oh, ein Rucksack. Den habe ich vorhin nicht gesehen, falls ich überhaupt lang gegangen bin. Ich weiß es ja nicht. Toll. Sardinen. Beef Jerky. So sehr ich mich über Beef Jerky freue, aber zu trinken wäre mir gerade lieber. Obwohl, das dürfte dann ja auch fast gefroren sein. Wie viel Grad sind es denn draußen? Minus 11 Grad. Ist schon recht kühl. Wie kriege ich meine Condition eigentlich wieder hoch? Ja, dir ist kalt. Du kriegst Gefrierbrand. Aber das passiert nun mal in Kanada. Vor allem so leicht bekleidet. Oh. So ein bisschen schneller. 1108 Kalorien. Gleich sind wir wieder unter 1000. Das könnte knapp werden. Vielleicht überleben wir doch keinen Tag, aber ich gebe mein Bestes. So, also Holz hacken werde ich jetzt nicht können. Das wäre mein sicherer Tod. Und hier wurde auch schon ganz viel Holz gehackt, aber bringt mir nichts. Freunde, hier sieht doch alles gleich aus. Na, wenn ich doch wenigstens dieses Tier erschießen könnte, aber nee. Hier gibt es auch Schießgewehr, das weiß ich. Das habe ich mal auf einem Bild gesehen. So, ich lasse mal den Blick über die Landschaft schweifen, ob ich irgendwo was sehe. Nee. Oh, verdammte Inzucht.
Da ist ein Wolf und hat einen Hirsch tot gemacht. Oh, schlecht für den Hirsch. Und wenn ich jetzt mal irgendwie dran vorbeischleichen, kann ich nicht irgendwie Fleisch denn von diesem Hirsch irgendwie? Das wäre schon fetzig, aber ich glaube, ich würde einen Angriff von dem Wolf hier nicht überleben. Aber gut zu wissen, dass sich hier auch die Tiere gegenseitig bekriegen. Und nicht nur mich. Oh, braves Hundi. Brav. Schön am Hirsch essen. So, und jetzt bin ich da weg. Ich sollte vielleicht auch mal von der Hauptstraße runter. Vielleicht finde ich irgendwo im tiefsten Wald noch irgendwas Brauchbares. Meine Kondition ist so niedrig. Was mache ich denn da? Habe ich nicht irgendwas im Inventar, was mir da hilft? So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Other Rifle Ammunition, das brauchen wir jetzt nicht. First Aid Antibiotika, nein, das ist gegen Infektionen. Und für Antiseptika ist fürs Wundenreinigen, das brauchen wir nicht. Noch nicht. Na, der ist immer noch an dem Hirsch. Ich würde auch gern am Hirsch nagen. Nee, ich glaube, hier werde ich nicht pfündig. Freunde, irgendwo muss auch hier was sein. Ich kann doch nicht schon wieder essen. Oh, aber bald ist es wieder so. Bald muss ich essen. Ist vielleicht hier irgendwas hinter dem Stapel? Nein. Nirgends. Nirgends. Ich bin hoffnungslos verloren im Schnee, im Eis von Kanada. Oh, warte mal. Oh, wieso habe ich das denn nicht gesehen? Da bin ich einfach blind dran vorbeigelaufen. Ein Gebäude. Oh. Geliebtes Gebäude. Hoffentlich bist du offen. Wenn nicht, dann habe ich verkackt. A Logging Camp. Oh Gott, dankeschön. Dankeschön. So, Door. Hier sind wir am Trailer. Oh Gott, ist das kalt. So, was haben wir denn hier? Eine Flare. Schick brauche ich jetzt aber nicht, weil es ist noch hell. So, Searching Candy Bar. Ich kann mich hier mit Süßigkeiten vollstopfen. Ich werde dick und fett. So, Reclaimed Wood. Kann ich fürs Feuer machen gebrauchen und ganz viele Betten. Was haben wir hier noch? Plastic Container. Ja, hier ist... Ah, vielleicht hätte ich doch einen Mann nehmen sollen, weil wie man ja so sagt, ist Frauen schneller kalt als Männern. So, Metal Container. Jetzt gib mir doch mal was Schickes. Basic Gloves. Habe ich doch schon, oder? Oh, mein Magen knurrt. Das ist nicht gut. So, dann pfeifst du dir noch eine Kleinigkeit rein. Liegt hier irgendwas unterm Bett? Nein. Ja, der Magen knurrt. Dann muss ich wohl wieder was essen. Dann komm her. Isst du was Schönes? Haben wir jetzt genug Beef Jerky? Ich werde so sterben. So, Beef Jerky. Eat. Hauen sie rein. Gott, was trinken müsste ich mal bald. Bei dem ganzen Beef Jerky, was ich hier in mich reinhaue, da ist mal trinken. Oh, Lantern Fuel. Das kann ich nicht trinken. Könnte ich schon, aber wäre nicht gesund. So, noch ein Can Opener. Das ist gut. Davon kann man auch nie genug haben. So, und ich werde gleich noch das andere Haus begutachten. Da gibt es ja sicherlich auch noch was. Ist ja nicht das einzige Gebäude hier. So, machst du auf hier. Gott, trinken. Es gibt weit und breit nichts zu trinken hier. So, ein kaputtes Haus. Ich guck mal in das kaputte Haus. Vielleicht liegt da ja ein Toter drin, der was zu trinken für mich hat. Hallo? Oh, da liegt tatsächlich ein Toter. Ach, ist das schön. So, nochmal Cedar Firewood und ein Fire Lock. Jetzt bin ich die Lock Lady. So, und ein Toter ragt aus dem Schnee. Ich dehydriere gerade. Das ist prinzipiell, glaube ich, nicht gut. Dafür müsste ich mal was trinken. Okay, denn ich habe jetzt zufällig auch was zu trinken gefunden, wie ihr vielleicht gesehen habt. Das ist gut. Grapes oder trinkste. Oh. Schön. So, jetzt noch schnell in die anderen Häuser. Scheiße, wo war ich denn jetzt drin? Hier muss ich in das... Es wird wieder kälter. Aber wenigstens konnte ich was trinken. Okay, das ist sehr gut. Dann läuft doch.
Oder was? So, das wäre schwachsinnig, den Teil hier enden zu lassen, weil ich glaube nicht, dass ich noch lange überleben werde. Was ist das? Hm, ist so kommen, Handy. Eine Skijacke, das ist gut. Werde ich mir gleich mal überstreifen. So, Clothing, Cotton Long Underwear, Basic Gloves. Na, da sind meine noch besser. Basic Wool Hat, kannst du voll vergessen. So, Skijacke anziehen. Dankeschön. Und habe ich wieder Hunger? Noch nicht so doll. Das hält's auch noch ohne aus. So, schaust du mal. Aber wisst ihr was? Ich mache hier doch mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Gedönse wieder. Wie heißt es? The Long Dark, richtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.